So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UWR Control gegen Fiddle Banner Turks. Ich muss direkt sagen, meine Stimme klingt seltsam. Wir haben Sommer, die Bäume pusten so komische Pollen in die Luft und mein Körper mag das nicht. Dementsprechend müsst ihr damit leben, dass ich klinge, wie ich klinge. Und hoffe, ihr überlebt das. Ansonsten Daumen hoch und lieben. Dann mit Mulligan von OVR Control. Mhm. Okay, er gibt eine Runde auf 6. Brainstorm. Brainstormt sich erstmal die Hand gut. Ja, hoffentlich. Brainstormt sich gesund. Land. Oh. Ja, okay. 5 Länder ist halt auch so. Ja, es ist ein bisschen. Auf der anderen Seite, 4 Länder will man schon haben, oder? Ja, 4 Länder willst du safe haben, aber so früh im Game willst du eigentlich reichen 2 oder 3. OVR Control hier auf der Seite, was ist an Rot drin? Expressive Iteration im Mainboard und der Rest ist Sideboard. Okay, der Rest ist Sideboard. Ja. Ja, ansonsten auf der anderen Seite Fiddle Banner Toolbox, das schwarz-weiße Toolbox-Deck mit Artefakten und, boah, was ein Start. Titan-Skala, FNM-Probe. Mit dem Welding Charler. Ja, das ist schon geil. Als Null-Mana-Artefakt ist das. Wobei gegen UWR-Control ist der halt ziemlich meh. Weil. Ja, es exiliert eine Menge. Also, du hast, wenn jetzt nicht gerade ein Supreme Verdict drin ist, ist das fast nur noch Exil mit Swords und mit Prismatic Ending. Boah, sagt Supreme, man kann nicht regenerieren? Das kann nicht gecountert werden. Der Wrath of God sagt, der kann nicht regenerieren. Ja. Aber ich meine, Supreme kann man regenerieren. Wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare, dann könnt ihr das nachgucken. Sonst könnte man gar nichts regenerieren von dem Gegner-Stack. Ja. Was? Auch sehr witzig. Ja, aber doch ein Block. So ein Merktide, den du blocken musst. Korrekt, so ein Merktide, der geblockt werden muss, das ging auf jeden Fall. Aber. Oh, ich glaube, bei Fiddlebender fliegt bis auf Token nichts. Top da? Token? Also ein Token regenerieren. Ja. Fühlt sich richtig cool an. Kann man mal machen. Ansonsten. Da kommt der neueste Brainstorm, es hat einen Swords gefunden. Da geht jetzt 2 Länder weg. Da 2 Länder oben drauf, die Insel oder beide Fetchländer. Oder ein buntes Potpourri. Ja, ein buntes Potpourri und die dann wahrscheinlich Fetchland. Go. Fetch. Ja, Go, aber. Aber man kann sich halt angucken, weil der Gegner macht die 2 Schaden vom Dings sind jetzt nicht so schwierig und man hat dann noch eins, dann hat man 3 auf der Hand, also entweder geht man fetchen und hofft, man zieht das vierte. Oder man nimmt das vierte noch von der Top-Mat. Ja, nimmt das noch die mit. Insel liegt, glaube ich, oben drauf. Die Insel liegt oben drauf, genau. Dementsprechend. Du kannst halt im Form Sideboarden kannst du halt easy auf pure Basics fetchen. Ja. Du musst am Anfang vielleicht noch eine Blau-Weiß-Quelle fetchen, aber das war's. Ja, das ist bei UWR Control wirklich schön. Triom ist auch drin? Ja. Triom drin ist noch. Das Jeskai-Triom ist drin. Oh. Da kommt der Dark Confident, der jetzt auch einen Reprint gekriegt in Double Masters 2. Ach, ist der angekündigt? Der ist angekündigt als Reprint. Ich hatte nur die Lily 2 gesehen. Die Lily ist auch ganz hübsch, das ganze Set. Ich hoffe, die wird nicht Full Art gedruckt. Doch. Ja, ich weiß, aber nein. Doch, also das Artwork schon draußen ist wunderschön. Gut, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Daumen ist auch gleichzeitig der UWR-Spieler, der hier alles in Full Art hat, was Full Art gibt. Dementsprechend kann es sein, dass er da... Ich nehme schon mal einen Kredit auf. Ja, das solltest du. Hier ist der Ponder. Der Ponder hat jetzt nicht so viel nicht geilen Stuff. Ich meine, Force und Counterspell... Club Counterspell, ja. Sind ein bisschen spät, wenn der Gegner schon Bob und die Idee Die Retrofitter ist halt jetzt richtig räudig. Ja, die muss weg. Die muss wirklich weg. Die muss definitiv weg. Und dann hilft halt auch das Wort nichts, weil... Naja, auf der steht drauf Sacrifice Doppelpunkt. Heißt, der Token ist weg, bevor du ihn targeten kannst, beziehungsweise in der Reaktion darauf wird er einfach platt gemacht. Ja, das stimmt. Das heißt, du brauchst jetzt, wirst du shuffeln und hoffst auf einen Prismatic Ending? Ending. Okay. Das Einzige, was du kriegen kannst. Deswegen, und für die Ursa Saga war es jetzt zum Beispiel auch gut, dass der Toolbox-Spieler
Oh ja, stimmt. Das Stressdown genommen hat. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall... Oh, eigentlich brauchst du hier drei Removal auf einmal, weil du kannst den Bob nicht leben lassen, du kannst den Titanoskala wegen der Ursachsage nicht richtig... Oh mein Gott. Ui, ja, das war wichtig. Besser lucky als skill. Ja, so, jetzt kann man... Insel oder Fetchland? Okay. Man nimmt hier Fetchland. Der lässt die Option offen, entweder fetch mal aufs Triom, end of turn vom Gegner, oder man fetcht jetzt gleich halt noch auf ein Duel und kriegt noch den Bob oder den Titanoskala weg. Ich würde da, glaube ich, eher zu dem Bob tendieren, tatsächlich, weil der Skala ist halt so okay. Ja, stimmt. Also der Bob ist auf jeden Fall gefährlich. Skala muss man irgendwann, oder kann man irgendwann mal beantworten, wenn die Token von der Ursachsage problematisch werden. Das ist dann noch das, okay, da die hier wird schon weggelegt. Alles Retrofit auch schon im Exile. Mhm. Chim im Old Border. Jo. Und ja, dann gehen wir wahrscheinlich fetchen und nimmt den Bob raus, oder? Zwei Handkarten. Ja, das ist schon solide. Ja. Ja. Dann geht der Gegner auf 22 und dann ist gut. Ja. Ist aber auch tatsächlich relativ irrelevant, oder? Wie viel Leben hat? Ja, das ist eine Liste, die mit Murktide spielt. Also ja, ist relativ egal, weil wenn er jetzt käme, wäre er schon ein 8-8er. Ja. Dementsprechend ist das total bumm. Ja, 8-8 macht schnell Ende. Das ist solide. Auf jeden Fall korrekt. Ja, auf der anderen Seite geht jetzt die Ursachsage auf 2 hoch. Karkaspar gezogen. Jetzt ist die Frage, ob man... Spielt man jetzt den Grindstone? Ist halt gefährlich, wenn dann noch eine Expressive Duration kommt. Du meinst ein Ending. Mhm. Die Sache ist halt, du erhöhst den Artefakt-Count, da wird es auch gemacht. Ist die Frage, wie relevant das ist. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Artefakte, 6 mit dem Token, 7 mit dem zweiten Token, 8 mit dem Surge. Aber den hättest du auch nächste Runde dann spielen können, den Grindstone. Einfach. Stimmt. Und würdest ihn halt hier nicht dem Combo-Plan entgegensetzen, dass du sagst, hey, mein Combo-Plan ist jetzt halt tot, wenn du das Ding killst. Ja. Merkt halt unten Asset. Und ich glaube, Counterspell war da auch noch bei, ne? Brainstorm. Das war ein guter Brainstorm, aber es ist kein Fetchland mehr auf der Hand, richtig? Nee, aber eine Insel. Nee. Doch eine Insel. Insel ist auf jeden Fall da, aber das heißt, man ist erstmal gelockt. Man könnte jetzt halt die Narset droppen, einmal minusen. Aber dann stimmt. Einfach nur zum Clearen. Ja, du kannst du den... Aber du willst eigentlich nichts davon weglegen. Gerade. Nee, eigentlich willst du das alles haben. Du könntest jetzt natürlich den Counterspell auf der Hand lassen, die Narset oben drauf und dann den Murktide. Ja, so wird es auch, glaube ich, jetzt gemacht. Mhm. Weil dann kannst du den Murktide entweder mit dem Ponder nehmen oder mit der Narset clearen. Hm. Und kannst den Counterspell. Es wird der Murktide. Krass. Scheinbar. Ja gut, vielleicht fühlt man hier die Pressure vom Grindstone. Ja. Es ist ein Topdeck von Luz entfernt. Ja, das stimmt. Aber dann könnte man auch einfach den Counterspell nehmen, auf die Hand nehmen. Stimmt. Und ist sicher, weil Counterspell sagt, ist gecountert. Punkt. End of story. Ich glaube, das überlegt man jetzt gerade auch ein bisschen länger. Das ist nicht einfach, das ist knifflig. Okay, wird Counterspell Murktide überlegt. Dann nimmt man mit der Narset, aber Narset holt dann den Counterspell. Dann hat den Ponder noch. Aber der Ponder lockt einem wieder ein blaues weg, von daher. Aber slammt die Narset. Ja, okay, dann kannst du gucken, was du findest, wenn es schlechter ist als Counterspell. 3. Ja. Kannst du Teferi nehmen. Wow. Das bounce den Titanoskala, cleart die Konstrukte. Ja, stimmt. Ja, end of turn wird da ein Token gebaut. Wahrscheinlich, ja. Und der geht wahrscheinlich auf die Narset. Oder zumindest der Titanoskala. Aber geht jetzt eine Menge ins Gesicht. Ja, das wumscht jetzt Draw. Ganz gewaltig. Ich Trigger und Stack. Gesehen. Macht man Token? Ja, man macht einen Token. Sieht man, du das. Da macht man Loot. Ohne das Karakas. Ja, man hat ja noch eine Mox auf der Hand. Dann geht das Ding gesackt. Interessant. Jetzt ist die Frage, was man sucht. Ich meine, man kann jetzt ein Shadow Spear nehmen. Man kann... Shadow Spear, man kann was droppen. Needle. Für den Teferi. Oh,
Mainboard Needles. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt kann man natürlich, man könnte natürlich auch die Narset nehmen. Also. Ja, aber das, ich glaube, die Narset wird jetzt einfach umgerannt. Das ist natürlich bitter. Ja, aber ist die Frage, ob man überhaupt umrennt. Oder ob man jetzt nicht einfach sagt, okay, ich hau dir mit dem Typen ins Gesicht und einfach der Titleholder-Scholar macht eigentlich einfach auf eins runter. Naja, weil der Titleholder-Scholar klärt die jetzt auch. Ja, wird auch genauso gemacht. Wobei, ist das jetzt nicht gefährlich, wenn man jetzt Days and Doing hat? Wenn man es hat, ja. Dann gibt's richtig einen auf Sau. Ja. Ich das meine, an sich ist, die, ein Narset, Problem, ist ja. die Narset nicht wirklich yes. relevant. Bisher. Ja. Ja, jetzt auf einmal schon. Ja. Jetzt hat man einen Ponder. Mhm. Mal sehen, was das Ponder findet. Ich meine, du musst halt jetzt nur ein... Das sind Swords. Das war gut. Dann nimmst du den Scala und clearst die Konstrukte. Ja. Mit dem Dressdown. Ja. Ist die Frage, ob du das im Gegnerzug machst. Damit ich dann keine Karte zieht. Durch Narset. Ich würde es ja. machen. Ich würde es auf jeden Fall im Gegnerzug machen. Dressdown und Flash. Ja. Dann zieht man die Karte. Und da waren Jason und Force, glaube ich, noch bei. Dann sagt man Go. Dann. Oder mal. Ja. Don't do it! Don't do it in your turn! Ah, bitter. Trigger. Ja, zieht man eine Karte. Ja, und zieht eine Karte. Hallo? Vergessen? Hier eine Karte. Nö, es wurde gerade über irgendwas diskutiert. Ich glaube, hier wird die Narset als eine Art Hullbreacher gesehen. Oh. Der mir. Oh. Weil die zieht man. Man hat ja auch nach links gezeigt auf dem Friedhof und so weiter. Also, da wurde wahrscheinlich drüber geredet. Der Trigger wurde angesagt. Es wurde nur nicht gezogen. Hm. Dementsprechend, jo. Schwieriger, sag ich mal. Das ist jetzt die Frage, was jetzt noch kommt. Weiß ich nicht, aber da fehlt auf jeden Fall das. Man sagt jetzt Go, wie gesagt, das hätte man auch einfach im Gegnerzug machen können. Hätte man dasselbe Ergebnis gehabt. Ja. End of Draw Step, das. Und dann wäre es dasselbe Ergebnis, aber so ist es halt was anderes. Ja. Den würde ich nicht bezahlen, weil. Der wurde bezahlt, der Trigger. Daher kam kein Kartor. Ja, und jetzt, stopp. Die Karte dürfen wir nicht ziehen. Narset. Hm. Die Karte hätte man nicht ziehen dürfen. Die andere wurde bezahlt und die hätte man nicht ziehen dürfen, weil man schon eine Karte gezogen hat mit Narset. Ja, die andere wurde nicht bezahlt. Doch, zwei Mana. Ja, aber ein Ponder davor. Stimmt, Ponder davor. Also im Endeffekt hat er jetzt die Karte gezogen, die er gezogen hätte. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Board State ist gleich. Völlig falsch gespielt. Also im Sinne von beiden Spielern. Aber... Wie gesagt, hier hätte man das im Gegnerzug machen können, um ihn gar keine Karte ziehen zu lassen. Ja, stimmt. Das wäre schon cooler gewesen. Ansonsten, ja, geht's weiter. Ja. Jetzt hat der Dings natürlich keine Effekte mehr, aber das ist ja total Bums. Ja. Dann. Oh, es war eine Ebene. Uff. Da ist ein Jace. Jace? Auf der Hand. Bei wem? Beim UVR-Control. Ah. Oh. Da weiß man, dass man Force oben drauf hat. Geht man dann fetchen? Nee. Man hat den Teferi, der ist egal. Der ist kacke. Ja, dann mild man um 2. Oh mein Gott, cooler Trick. In Abgib, mild man um 2. Force und... Der war gut. Das war ein guter Hit. Ein Wandering Emperor weggemeldet, ein Ponder nachgezogen. Hier wird ja auch J-Slam. Ja, J-Slam, dann kannst du den sogar bezahlen, ist Bums egal. Tut man das? Da gibt's den Gegner sonst. Immerhin ein Fetchlander. Ja. Du hast aber Jace und ein Ponder. Ja. Ja, doch, müssen wir kurz machen. Dann geht man in den Draw und 3 Karten. Hätte ich mich auch gemacht. Ich hätte den Gegner die Karten ziehen lassen, hätte dann gebrainstormt, um den Müll von der Hand loszuwerden. Ist jetzt die Frage, was man macht. Ob man den minust. Ich hätte brainstormt. Ja. Einfach nur um Müll loszuwerden. Ja, ist halt immer noch eine Option. Ne? Land, Murky. Man hat noch keinen Landdrop gehabt. Das sieht doch ganz nett aus. Das sieht nach Murky aus.
Maki Maki. Zwei zurücklegen, dann kann man den Teferi wegschmeißen und ja, theoretisch Fetchland. Fetchland einfach wieder reinmischen, damit man es nachher nochmal ziehen kann. Ja. Dann den, dann Fetch, geht shuffeln und hat einen dicken Murky. Juhu, 2, 3. Das ist ein Tide-Holoskull auf der Hand. Drei Dinge. Ja, krass, dann nimmt man noch das Force raus. Ja. Oder irgendwas. Also, die Liste spielt Snapcaster, aber. Ja, okay, Snapcaster kann natürlich auch nochmal ein Plus 1 sein, ne? Ja, hier dann wahrscheinlich eine Insel. Einen weniger rausgenommen. Das müsste 5 sein auf dem Würfel. Anscheinend wurden nur 4 rausgenommen. War spät an dem Tag. Später Abend. Das ist, Nettlesist. Auch eine sehr große Kreatur mittlerweile. Ja. Und ausrüstbar auf den kleinen Dude. Und die gibt plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. Und damit kommt dann halt der 8er da rein, der halt geblockt werden muss. Ja, das ist ordentlich. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, vor allem mit dem scheiß Welding Jaw ist das jetzt gerade auch gut. Yes! Yes! Ey, das ist jetzt die Situation, krass, wo der Welding Jaw gut ist. Ja, also da würde ich jetzt schauen, dass ich an Fiddlebenders Toolbox-Stelle einfach slammen, equippen. In die Fresse. Aber es wird nicht getan. Da wird ein Ponder weggenommen. Ha. Nicht so beeindruckend. Da kann trotzdem noch. Ja, da kommt der. Zack, und jetzt kommt der Nettlesist. Da hätte man equippen für können. Ja, das stimmt. Da hätte kein Days kommen können, da hätte kein Force kommen können. Das hätte man spielen können, für 2 equippen können. Und dann für eine Menge ins Gesicht prügeln. Ja, beziehungsweise auf den Dings. Ja. Da sind die bekannten Evoli-Token, Evolution, Pokémon-Evolutionstoken. Jetzt ist halt wieder so ein Moment, ne? Da denkst du dir auch so, pff, ein Top-Deck und alles ist im Arsch. Brainstorm. Das ist das Triom, das ist Days Undoing. Und man nee, Days Undoing nicht. Und ein Prismatic Ending. Ein Ending, ja. So. Ich meine, Ending kriegt man auf 3 Mana zusammen, um. Dann kommt die Nettlesist in den Schrott. Genau, um die Nettlesist wegzuhauen. 2, 3. Klatscht die Nettlesist in den. Ja, Trigger. Trigger! Kein Trigger. Wurde Trigger vergessen. Ja, war spannend. Bad. Das war echt spät an dem Abend. Aber es zeigt wieder, wie interaktiv es ist, wie viele Sachen triggern. Und wir haben natürlich jetzt den perfekten View von oben. Mhm. Und so Hindsight hätte man doch, könnte man doch, hier hätte man doch. Oh, Expressive Iteration. Oh, die kann natürlich auch. Kann man das Land auf die Hand nehmen? Oh, geil. Neoid. Ja, ja, du kannst die eh nicht spielen, diese Runde. Dann kannst du sie auch unten, da kannst du es auch heiden, weil ein Teil der Holoskull nimmst du dir aus der Hand. Solltest du auf jeden Fall heiden. So, dann kannst du das Triom einfach getappt ins Spiel bringen. Mhm. Und schützt erstmal noch den Jace. Ja. Beziehungsweise das Gesicht. Angreifen kannst du hier nicht. Nee. Dann verlierst du deinen Jace und verlierst das Board. Automatisch. Ja, du bist tot. Hier wird jetzt realisiert. Hier wird jetzt realisiert, dass nur 4 sind, das sind 5. Ja, dann sind es 5. Aber dann bleibt man, glaube ich, mit dem Stand stehen, dass man einfach sagt, nein. Weil 3 auf dem Board. Ja, das ist halt die Nachteil von der Mark-Tide-Liste im Vergleich zur Mentor-Liste. Der Mentor hätte jetzt halt ein sehr weiteres Board und könnte reinpieken gehen. Das stimmt. Also Mentor macht da, geht weiter mit der Liste jetzt zum Beispiel, bis du mit einem Removal, der den Mark-Tide kriegt, hinten dran. Mentor ist es egal. Cool. Aber der macht nichts. Kein Equip. Na, wofür denn? 3 Mana Mill. Stimmt. Hat man aber jetzt nicht gemacht. Nö. Ja. Hm. Kann man jetzt aber auf die machen. Ja, wenn man Bock drauf Trigger hat. Jetzt hat man dran gedacht. Ja. Dann passiert das. Da hätte ich gemillt, glaube ich. 2. Oh, das ist ein Shark-Typhoon. Haifi. Sharky Shark. Auf die Shark auf die Hand. Land.
Ja, Exile dann gespielt. Ja, dann kann man sich noch den Mountain raussuchen, der drin ist, oder noch eine. Eine Insel wahrscheinlich, oder? Und dann kann man mit dem Shark backsteppen. Mhm. Kann man fast schon die trappen, oder? Ich wollte gerade sagen, mit dem Murktide, glaube ich, sogar schon andere angreifen. Mhm. Dann gibt man den Plus auf ihn. Sieht bei was, ihm. Guckt erstmal, was kommt. Man sieht es jetzt nur nicht. Nö, sehen wir gleich. Und dann, je nachdem, was oben drauf liegt. Ja. Swingy die Swing Swing. Legst du quer, siehst du mehr. Richtig. Einfach vor allem ist es jetzt ein Free-Hit, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon. Das ist schon echt. Mill auf sich selber, auch ganz interessant. Puh. Farblos ist keine Farbe. Ne. Tap. Draw. Was hat er? Ah, Land. Painter wäre halt so. Painter win. Das wäre halt so geil. Ja. Für einen von beiden. Da könnte man halt noch ballsy hergehen und versuchen, den Shark zu cyclen, um Karte zu ziehen und eins. Um einen Counterspell zu bekommen. Da hilft auch nur noch der Counterspell. Ja. One of Counterspell. Oder ein Sport. Equip. Oh, man fällt drauf rein. Man gibt dem Gegner seinen Ponder wieder. Aber hier geht man ins Gesicht. Oh, hier wurde schon ziemlich hart schnell an die Länder gegangen. Als Fiddlebender-Spieler würde ich jetzt schon wieder enttappen und sagen: Oh, nee, warte. So schnell wie da der UVR-Kontrollspieler an den Ländern war. Upsi. Ja, sehr aufgeregt. Ja, da geht man so für den Mountain, nur fürs Ende, ja. Um safe zu sein fürs Ending. Einfach ja, zu zeigen, dass man es hat. So. Oder wie dünn der Deck schon ist, ey. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist nicht mehr viel Deck. Der Sharky, ein 3-3er Sharky. 3-3. Der blockt. Ein Block und dann sterben beide. Lass mal eine Karte ziehen vom Cyclen. Jo, und dann ziehen wir noch eine Karte. Oh, Counterspell wäre tatsächlich sogar gewesen. Witzig. Ja, da kommt der Ponder und das sieht schon nach Kacke aus. Man kann ihn natürlich regenerieren. Das ist okay. Ja. Das ändert nicht wirklich was. Das ändert nichts. Der Token würde noch liegen. Nee, Token wäre auch tot. Der Dreier-Token würde ja auch sterben. Ja, aber so wird er liegen, wenn der regeneriert, wird er aus dem Kampf entfernt. Ah, nee, wird er nicht, stimmt. Was ist das denn? Ach, das ist Portable Hole, aber warum wird doch das regenerate entfernt auch aus dem Kampf. Ja, aber nachdem der Damage auf beiden Kreaturen gewesen ist. So. Wir hatten lange kein Regenerate mehr, falls es Leuten aufgefallen ist. Wir hatten ewig kein Regenerate mehr. Ich glaube aber auf dem Relling, da steht es ausgeschrieben drauf, ne? Ja, ja, das ist einfach Regenerate-Artefakt. Oh. Und wie gesagt, und dafür muss ich zerstört werden. Okay, Trigger. Trigger, ne? Ziehst du keine Karte? Ja, dann würde ich den Titan-Skala fast schon einfach bouncen. Ja, dann kannst du ja nämlich. Oh, Wasteland, okay. Ja, dann ist geil. Schwing! Dann. Oder man verteidigt jetzt natürlich, um den Jace einfach zu holten. Das kann man natürlich auch machen, wenn man Bock drauf hat. Mhm. So langsam ist man in der komfortablen Position, dass man einfach machen kann, was man möchte. Das stimmt allerdings. Wobei, mit 4 Leben. Ja, natürlich, 4 Leben ist nicht viel, aber trotzdem. Da kann man einfach, ja, da sagt man einfach go, in der Hoffnung, dass irgendwas kommt, was man countern kann. Okay, kommt ein Wasteland, das weiß man. Beziehungsweise, das wird jetzt weggemillt. Oh, da war ein Wasser. Ja, aber die war auch zu langsam. Man muss hier den Painter haben. Block. Dann wird zurückgenommen, okay. Okay. Man muss hier den Painter haben. Da würde ich safe dafür gehen und. Ne, den würde ich nicht counterspellen. Hm? Mm-mm. Macht. Gehen seinen Turn, Jace Plus. Geht weiter. Wenn man jetzt ist man auf den Jace-Plan committed, meiner Meinung nach. Krass. Krass. Jetzt brauchen wir halt nur einen Removal und ist durch. Hm. So. Dann könnte man jetzt natürlich einfach hingehen und brainstormen. Ja. Dann brainstormt man und dann. Ne. Bounce. Für Ponder. Genau. Ja. Also geht man jetzt doch wieder auf den Beta-Plan. Ja. Das ist ja das Schöne bei. Also gerade in der Version mit dem Murky ist halt das Schöne. Es kann halt hin und her gehen. Ich hab Force Hardcast gefunden. Oh, nice. Das sind die besten Forces. Ich hatte neulich schon wieder eine Diskussion, ob man in Legacy einfach alles force, was man forcen kann. Oh. Und ich sage nein. Nee. Das beste Force ist das, was man nie gespielt hat, weil Force immer kacke ist. Force Hardcast fühlt sich aber auch geil an.
Ja, das zeigt halt, dass man so weit vorne ist, dass man diese Dominanz durchsetzen oder kann. Oder das Spiel wie hier halt ewig ging. Ja, das ist korrekt. Das ist so, korrekt. Jetzt kann man den Dings einfach forcen. Ja, dann ist es over. Dann kann der Gegner schieben. Ja. 1-0 für UWR Control. Ja. Also UWR nimmt rein, Meltdown. Punkt. Und Blattmunds? Könnte, wenn es im Sideboard ist. Blattmunds gesehen. Ja, okay, könnte, wenn es ein Sideboard ist und theoretisch hast du noch ein Pyroplasm. Ja, stimmt. Für die ganzen, für die ganzen kleinen Geschisse. Ja, Fiddleman in der Toolbox, wenn es spielt, Tiferes Protection. Ach ja, so crazy. Geil. Alles raus, faced raut, man selber faced auch aus. Und man kann damit halt so vieles machen, das ist so geil. Oh, Tendrils of Agony, Storm, ja, Phasing. Zum Beispiel, oder auch sowas wie Jace Ulti, Phasing. Oh, Meltdown, ja. Phasing. Ah, das ist eine so gute Karte in diesem Deck. Ja. Aber sonst... Der Starter ist halt auch... Könnte so. Ensnaring Bridge, wenn ich das die weißrandige Karte richtig sehe, könnte Ensnaring Bridge sein? Das nimmt man jetzt aber die Needle blind auf einen Fetchland? Das ist eine Bridge. Eigentlich zu gefährlich. Ja, ist eine Bridge. Okay. Das ist ein Ending. Ach du Scheiße, das ist noch ein Ending. Triumph Go. Ja, man will hier den Card Draw nicht vorantreiben bei so Starts. Oh, mehr Bubble. Was ist diese Karte da ganz hinten jetzt gerade? Sieht aus wie eine schwarze Karte. Portable Hole? Ne, ich glaube nicht. Da ist ein Blattmann. Ganz hinten die Karte, die jetzt ganz vorne ist. Ich habe sie nicht erkannt tatsächlich. Hm. Dann droppt man, Fetchland zu spät, bleibt man auf der Hand, aber nicht schlimm. Jo, erstmal. Ending. Trigger, bezahle ich. Ja. Okay. Treibt nicht die verschiedenen Mana-Farben hoch. Richtig. Es nicht ist nicht Vitalia, sondern es wird gecountert, wenn der Beherrscher nicht ein Mana bezahlt. Ah, nee, es war kein Blattmannsmann. Und Brains. Wasteland kann natürlich hitten. Ja, das ist jetzt eklig. Aber und diese Karte da vorne, ist das echt ein Portable Hole? Ich weiß es gerade nicht. Es kann auch die ein weißes und X sein, die ein permanentes Mana Kosten von X exiliert. Okay, Needle für? Wahrscheinlich Teferi? Vermutlich. So aus dem Blind heraus würde ich Teferi nehmen, der glaube ich sogar auf der Hand ist. Fetchland kann man nicht, hat man schon Land gelegt und go. Dann End Up Draw, das war Snappy, oder? Jo, Snappy. Schöne Karte. Mhm. Ja, dann Brainstorm. Üne. Dühe. Drei. Ja, ja, das ist der Pyroclasm. Und noch ein Ending. Mhm. Oder was? Ne, war es ein Ending oder war es ein Dressdown? Wait. Dressdown ist generell auf der Hand und gezogen hat man einen Tundra. Ah, da war noch eine Tundra. Yes. Ich sehe zwei weißrandige Karten auf der Hand. Dementsprechend sind mindestens zwei Duels auf der Hand. Ja, kann man bei mir relativ gut andeuten. Ja, bei mir auch. Das ist wirklich auch. Also ich habe jetzt neulich wieder mit dem Deck gespielt, was komplette schwarzrandige Duels drin hatte. Und ich habe beim Fetchen einfach ewig gebraucht. Ja. Einfach ewig. Ah, ja, dann nimmt man mal einen Mox raus. Okay. Aha. Dann guckt man noch, was man oben drauf liegt. Wahrscheinlich hat man, hat man ein Land hingelegt. Ja. Dann Draw. Abgib. Draw. Okay. Und neuer Dude. Man kommt hier nicht richtig in Fahrt. Und zwar keiner von beiden, habe ich das Gefühl. Nee, aber das spielt Control in die Karten. Ja, früher oder später. Wobei Phil bei der Toolbox halt auch als Midrange-Deck auch in der Midrange sehr stark kommen kann. Ja, und gerade mit dem Combo-Plan mit Dings, ne, kannst dich halt mal richtig schnell. Ui. Klack. Ursa-Saga ist halt. Hier ist meine Saga. Ich. Man hat ein Pyroclasm, das nützt aber nicht so viel. Wobei. Nee, du kommst automatisch auf drei Artefakte. Ja. Schade. Wobei, nee, man Dressdown nicht. In der Hand. Genau, Dressdown ist A in der Hand und B könnte man auch einfach den, wenn er den Dude macht, man kommt zwar auf drei Artefakte. Aber. Ja, auf eine, die. Ja. Auf die Aktivierung. Okay, Dressdown wird einfach gecastet für einen Draw. Krass. Ich glaube, vielleicht um den Card Draw vom Dings zu denialen. Im End of Turn. Das ist ein krass aggressiver Move, wenn der Gegner eine Ursachsage hat.
Ja, tatsächlich. Ja. Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen... Das ist richtig. Ah, da ist noch eine zweite auf der Hand. Das erklärt alles. Das erklärt auf einmal alles. Vor allem sofort mal den Gegner dazu, dass er den Token in seiner Upkeep macht. Das heißt, man kauft sich automatisch noch einen Zug. Genau, man hat automatisch einen Removal-Spell für einen der Token gespielt. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Dann legt man das Dressdown einfach oben drauf. Man hat genug Basics hinzulegen. Ja, auch einfach damit Titel des Galas nicht kriegt. Ja. Ja. Und dann machen wir einfach, keine Ahnung, ein Pyroglasm oder so? Ja, würde ich wahrscheinlich auch schon machen. Ja. Du brauchst halt mittlerweile mal ein Ending für die scheiß Piffing Needle, weil die liegt anscheinend auf definitiv auf Teferi. Ja, weil sonst die ganze Teferi. Zeit, ja, ja. Der flutet die ganze Zeit da oben den Slot aus. Ansonsten hätte man den schon lang geslammt, glaube ich. Ich glaube schon. Da ist noch ein Merc-Teil auf der Hand. Den kann man 2, 4, 6, den kann man auch einfach casten. Ne? Den kann man halt auch einfach hinschmeißen. Das Problem ist, der Dings ein... Ist keine ETB. Ist keine ETB. Da kommen zu viele Marken ins Spiel. Ponderino. Da holt man jetzt alles aus dem Zug raus, was man will. Das ist ein Snapcaster. Jetzt nimmt man Stressdown doch auf die Hand. Das sollte man aber nicht. Der Snappy ist... Ja, genau. Da wird der Snappy nochmal umgelegt. Und der Schnappy gezogen. Der Snappy gezogen. Jetzt kann man noch das Pyroclasm slammen, weil man hat den Snappy auf der Hand und kann es backuppen. Ja. Piu, piu, piu. Ja. Das war jetzt ein... Das war ein krasser Zug. Skurriler Zug. Ja. Das stimmt, aber schon krass. Ja, vor allen Dingen jetzt vielleicht hast du Snappy auf Dressdown, End of Turn. Ne, kannst du ja gar nicht, aber du hast auf jeden Fall Snappy auf eine Dressdown auf Ending. Ja. Man hätte den Token gar nicht machen können, wenn man noch auf einer Marke ist. Oh, okay. Dann war es wirklich einfach nur, damit man dem Gegner Cycled. Kann, damit man selber den Zug hat, ohne dass der Gegner Karten liegt. Krass. Wunderschöne Ebene. Boah, so schön. Wir spielen beide dieselben Basics. Ja, ich hab die früher ja auch gespielt, bei mir im Texas. Stimmt, ja. Und als das Ding voll wurde, habe ich gesagt, nee. Oh, was kosten die denn voll? Zu viel. Gut, jetzt habe ich die Judge-Ebenen drin, die sind noch teurer, aber trotzdem. Ja. Ja, ja. Man muss ja irgendwie zusehen, dass das Deck was wert ist. Richtig. Sonst ist Texas einfach nichts wert. Wobei die Reprints mittlerweile auch sehr, sehr langsam sind aus Atalias. Stimmt. Dementsprechend können die nochmal gut reprintet werden. Vielleicht kriegen wir noch Caracas in Double Masters. Oder Carven. Carven. Nochmal. Elder Fiole. Coole Karten. Ein paar Sachen bei, die nochmal kommen könnten. Correct, inklusive Force of Will. Trigger. Geht auf 2 so, hoch. Jetzt geht die, das macht man nichts gegen. Trigger geht auf 2 hoch. Naja, ne, ich glaube, da war gerade, ich hatte da mal gefragt, wann die triggert, genau. Ja. Ja. After Draw oder nach dem Dings. Das ist interessant. Jetzt hat man da. Okay, jetzt darf der Fiddlebender selber halt keine Bridge droppen, weil sonst nagelst du dir die Token fest. Ist das ein Fiddlebender auf der Hand? Das ist ein Fiddlebender auf der Hand. Das ist gefährlich. Das kann halt mal... Ja, aber willst du dir die Piffing Needle weghauen? Ich hätte jetzt auf jeden Fall den Fiddlebender gedroppt. Komm, was wolle. Weil, wenn er den Gegner den Fiddlebender nicht beantwortet, gehst du in deinen Zug, nimmst dir alles mal rein, was geht, machst dir mit der Needle einen Painter und mit der Ursachsager die Ding. Der Painter kostet nur 2? Ja. So, hier hat man jetzt einfach ein... Aber es war der richtige Move, das nicht zu machen, wie man sieht. Ja, jetzt hat man halt den... Trigger und Stack. Macht man einen Token, der Snappy ist ein Jump-Blocker. Dann hat man den Zug, um das Dressdown zu resolven. Als UWR-Control-Spieler. Frage, welches ein Mana-Artefakt man jetzt hier nimmt. Oder null Mana-Artefakt, geht ja beides. Den ist noch eine Needle im Mainboard, krass. Spear? Shadow Spear? Noch eine Needle? Die Retrofitter, ja. Ist definitiv auch eine Art von... Boah, ja. Boah, ist die Frage, da würde ich, glaube ich, wenn ich die sehen würde und ich wüsste, mein Teferi ist gleich online, würde ich den Snappy nicht reinhalten, dann würde ich den Snappy bouncen. Ja. Ja, sehe ich ehrlich. Ich meine, es sind jetzt nur 3 Damage aktuell. Ja. Das ist nicht 4. Das stimmt.
Das ist echt nicht viel. Ja, wenn man die Langzeit... Drei, ja, oh yes, das, man nimmt die drei. Was, bist du erst auf 16? Das ist doch, ja, Leben ist eine Ressource. Alles über eins ist Luxus. Alles über drei ist Luxus. Ja. Oder über vier. Ja. Dann kann man es... Je nach Deck. Je nach Deck, ja. Gut, jetzt dreimaler Teferi Bounce, zweimaler Pressdown. Klingt gut. Ist da noch ein Land auf der Hand? Ist da noch eins? Weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht. Die Frage ist, ob man noch weiß, was oben drauf ist. Ich glaube nämlich ja. Also ich kann dir sagen, ich sehe da jetzt kein Land auf der Hand. Nee, das wäre mir dann auch zu heiß, mit dem Teferi einfach bounce zu machen. Obwohl man hat, glaube ich, zwei Teferi auf der Hand. Ich meine, im Zweifelsfall ziehst du jetzt eh die Karte mit Dressdown. Das stimmt. Aber dann wäre ich sogar am überlegen, ob ich Teferi spiele und das Dressdown bounce. Ist das ein Ende? Das sind Swords. Weil es geht ja auch, dass du Verzauberung bounce. Du kannst damit auch den Dressdown bounce. Stimmt, du kannst ja auch den Dressdown bounce und den Delayed Trigger einfach. Ja. Da macht man jetzt ein 1-1 Servo für seine ganzen Ninjas im Deck. Ja, und den kann man sworden, wenn man unbedingt möchte. Ja, aber sehe ich jetzt aktuell noch nicht so wirklich. Boah. Die Retrofitter ist halt so pain in the ass. Ja, für jeden Kontrollspieler. Also Kontrolle beißt sich daran ganz, ganz oft einfach die Füße aus. Der wird wirklich geswordet. Krass. Boah. Das ist krass. Oh. Aber gut, man hat jetzt langsam sicher den Driver Seat. Ich meine, Toolbox hat noch einiges. Also Fiddleband hat noch einiges auf der Hand, was er machen könnte. Ja. Jetzt muss halt meiner Meinung nach einfach die Bridge kommen. Ja, man lässt den offen für die Dinge. Der Fiddlebender wird echt lange auf der Hand gehalten. Echt. Da hat man ein bisschen Angst, dass der stirbt, habe ich das Gefühl. Ich meine, bei der Hand durchaus eine Möglichkeit. Ja, vor allen Dingen gegen das Deck. Ne, wenn du überlegst, da sind 8 Removal drin. Minimum. Mit den Snappies, die drin sind, wahrscheinlich eher so 11. Ja, potenzielle. Beat. Ja, kann man halt mal angreifen. Ne? Ja. Tötet beide. Was hat man jetzt da noch auf der Hand? Teferi. Spielen. Snappy. Einen mehr bezahlen. Ich hätte Teferi einfach. Teferi einen mehr bezahlen. Bounce wäre auch okay gewesen. Oder man macht einfach jetzt Snappy Ending für 1. Das geht auch gut. Das sieht nach 3 Mana aus. Das sieht nach Teferi aus. Teferi. Trigger. Pay. Pay. Bounce. Das ist. Poor. Einmal Erdbeben. Nochmal Erdbeben. Meltdown. Wird eigentlich gerade Meltdown gezogen? Ja. Uff. Das ist nämlich die Retrofitter eigentlich total egal. Ja. Oh. Sorry für die Motion Sickness, für die Leute, die darunter leiden vielleicht. Ja, jetzt ist natürlich... Der Typ. Oh, da geht jetzt wahrscheinlich das Meltdown. Das ist nicht schlimm, oder? Oder dann geht ein Frost. Kann man auch machen. Ja. Ja. Da wird auch bezahlt, das würde ich auch machen. Ja. Das klingt gerade. Ich weiß immer noch nicht, was diese eine letzte Handkarte da oben drauf ist. Sie sieht so dunkel aus. Es könnte tatsächlich dieses Marsh of the Irgendwas sein. Ja, das Weiße. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, warum man. Das hätte man wahrscheinlich einfach auf den Teferi jetzt geschmissen. Schwierig. Weiß nicht, was es ist. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich kenne das Artwork nicht. Und dadurch, dass die Foil sein wird bei ihm, ist die halt auch mega dunkel. Ja, vor allem, wenn es Edge Foil ist. Ja. Darf man ja auch nicht Marsh vergessen. Of Otherworldly Light. Ja, stimmt. So heißt die Karte. Hat MTG mit Patrick verdammt oft gezogen. Deswegen weiß ich das. Okay. Ja. Ja gut, ansonsten... Ja, sagt man halt einfach Go, ne? Den hat man gerade erst gespielt. Der kann nicht angreifen. Er muss aber, glaube ich, gerade nach dem Zug mal gerewindet werden. Da war noch das Force, ja. Mhm. Ja. Dann go. End up. Dann kann man mit dem Meltdown warten, bis man wirklich muss. Weil man Teferi plus hat. Oh, yes. Yes. Meltdown im Gegnerzug. Meltdown im Gegnerzug gegen Artefakt-Deck. Das tut weh. Was ist da? Murky. Murky, Murky. Murky, Murky. Das. Eins. Force raus.
Dressdowns raus. Ah, oh, ne, Dressdown pumpen nicht, oder? Dressdown pumpen nicht. Nur Instant und Sorceries. Instant und Sorceries. Keine Non-Creature Spells. Auch interessantes Wording mittlerweile. Ja. Das wirklich sehr strikt mittlerweile. Hm. Da hat man ja eigentlich anderes gewöhnt. Da kann man Swords rausnehmen. Ja. Dann hat man Zugriff auf Meltdown und auf Pyroclasm und auf Dings. Yes. Geht der mal auf 8-8? Der geht auf 8-8 und damit hat man einen fetten Buddy da sitzen und wenn der Gegner irgendwie zuckt, Meltdown man sich den Weg. Wir machen den Weg frei. Meltdown und Raiffeisenbanken. Ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Nee, ist wirklich nicht. Ist okay. Also, wie ja gerade schon angesagt wird. Ne? Für den Loot. Und jetzt kommt der Fiddlebender. Jetzt ist natürlich spät. Gleich kein einziges Artefakt mehr im. Ja, das ist Paidman. Das wird jetzt Conceit. Das ist Conceit. Also, ich sehe den da nicht mehr rauskommen mit dem Merkzeichen. Das ist ein Instant Conceit, ja. Also. Da hat man halt jetzt das Land. Die Insel würde ich nicht mal droppen. Na, ich würde halt jetzt einfach für 3 und. Meltdown für 3. Oder für 3. Trigger, Pay. Ja, Concede. Das auch. Das. Komplett ja. Irgendwie. Ja, das ist Marsh, by the way. Und 2-0 für UWR-Control. Meltdown gegen Combo, gegen Artefakt-Decks. Immer wieder mies, aber auch ganz schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, trotz meiner Stimme. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.